Hallo alle zusammen. Ich hoffe, es geht euch bald allen wieder gut da draußen. Corona-Leugner. Ich habe noch nicht einen Menschen getroffen, der sagt, es gibt diesen Virus nicht. Was für ein Schwachsinnsbegriff. Aluhut-Schwurbeler. Ich habe auch noch nie jemanden mit dem Aluhut rumlaufen sehen. Was gibt's noch? Also glaubt ihr wirklich, dass das jetzt auf einmal, die auf die Straßen gehen, dass das alles Rechte, Nazis, Verschwörungstheoretiker sind? Wisst ihr, was der Unterschied ist? Wenn wir vielleicht wieder auf einen Nenner kommen. Es war noch niemals so leicht, selbst Zugang zu Wissen zu erlangen. Das, was die Menschen, die auf die Straße gehen, gemacht haben, die haben die Zahlen aufgrund derer die Regierungen Entscheidungen trifft. Die sind ja alle öffentlich einsichtbar. Vom RKI und so weiter. Die haben die selbst überprüft. Selbst. Und hier oben mit dem eigenen Gehirn mal nachgedacht, das ist die Faktenlage, die unsere Regierung ja benutzt, um Entscheidungen zu treffen. Das sind die Entscheidungen, die getroffen wurden. Und sehen dann einfach, also irgendwie passt das nicht ganz zusammen. Und wenn man dann jetzt noch sieht, wie alle Menschen in einen Topf wiedergeworfen werden, wie die alten Medien, die Systempresse, wie die hetzen, wie Angst geschürt wird. Ich verstehe nicht, wie man da nicht mal hier oben anfangen muss, selbst mal ein bisschen, irgendwie ist das ja doch ein bisschen komisch. Sind die denn jetzt alle durchgedreht, die da draußen rumlaufen? Ist es denn wirklich so? In Schweden leben noch Menschen. Und die Sterberate ist auch nicht höher als in anderen Ländern, wo der komplette Lockdown gemacht wurde. Die ganzen Zahlen, die ganze Historie dieser Corona-Geschichte ist für jeden nachvollziehbar. Und ich möchte einfach nur jeden auffordern, macht es doch mal selbst, dass man dieselbe Grundlage hat, um überhaupt wieder in eine Diskussion zu kommen, ohne nur noch aufeinander loszugehen. Die einen nennen die Verschwörungstheoretiker, die anderen nennen die Schlafschafe. Ist das, fühlt ihr euch so wohl? Ist das toll? Ist das zuträglich für unser aller Gesundheit langfristig? Ansonsten bleibt mir da nur noch ein musikalisches Statement. Mensch oder Lemming, 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 Mensch oder Mensch oder Lemming, du musst dich entscheiden. Wird vielleicht nicht mehr lang bleiben. Er geht neue Wege oder stürzt in den Abgrund. Vor dieser Wahl stehst auch du, die Bedenkzeit ist dumm. Mensch und Lemminge haben viel gemein. Ein Depp läuft vor, die anderen hintendrein. Abgrund nah, die ersten stürzen schon. Deine ganze Family, Vater, Mutter, Tochter, Sohn. Einfach immer weiter auf ausgetretenen Pfaden. Vor dir einer, nach dir auch. Vergesst ihr unsere Gaben. Welt ist so, weil wir es so wollen. Die Sterne vom Himmel könnten wir uns holen, doch abseits des Weges lauern schlimme Dinge. Corona, Terror, kranke Umwelt, Gefahr ist schon in unserem Sinne. Und überhaupt, was sollst du dich beklagen? Hier geht
geht's doch ganz gut. Die anderen sind auch still, das zügelt die Wut. Schöpfungswesen mit göttlicher Macht. Ja, hör gut zu, dabei hab ich an dich gedacht. Deinen Weg bestimmst zur Zeit nicht du. Und die Profitierenden schauen hämisch zu. Sie hindern schon lange uns alle daran, von uns kann auch andere Wege gehen. Mensch oder Lemming, du musst dich entscheiden. Dein Vordermann wird vielleicht nicht mehr lang bleiben. Er geht neue Wege oder stürzt in den Abgrund. Dieser Wahl stehst auch du, die Bedenkzeit ist um. Ich glaube daran, dass Menschen sich in egal welchem Alter selbst eine Meinung bilden, selbst fortbilden können, intelligent genug sind, um sich verschiedene Blinkwinkel einer Sache zu betrachten, sich daraufhin dann eine Meinung zu bilden und die abzugleichen mit dem, was zum Beispiel die Regierung für eine Meinung hat und was sie daraufhin für Maßnahmen trifft. Ich glaube, diese Fähigkeit hat jeder, bis ins hohe Alter. Ihr müsst es nur machen. Und dann will ich mir hören, aber immer noch Corona-Leugner, Nazis oder was weiß ich alles andere darum schreit. Und ob ihr immer noch eine solche Angst habt, die euch mehr krank macht als diese Krankheit. Bye.